Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Traincraft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hau die nächste Folge doch gleich hinten mit an. Ich bin gerade im Flow und den will ich ausnutzen. Ja, weiter geht's. Wir hatten hier vier Glas. Jetzt muss ich das mit dem hier drüben synchron bauen, weil ich es sonst wieder in die Bredouille kommt, dass das ungleich ist. So, das sind nämlich fünf Glas, dann zwei und dann zwei raus. Okay, kriegen wir wahrscheinlich wieder nicht hin, aber ich probier's mal. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir den Knickeli-Knick nach innen. Das hat mich angehört wie Ned Flanders. Oh Mann. So. Alter, jetzt flieg! So, wir hatten hier dann zwei Ecken und dann eins raus. Bin ich auf der gleichen Höhe mit dem Knick oder nicht? Ja, es müsste so in etwa gleich sein. Oder ist das nicht? Doch. Doch, passt. Denke ich mal. Und dann haben wir nämlich die Insel hier dann auch fertig. Ich hätte eigentlich doch vorgehabt, das in dieser Folge hier zu finishen. Aber mal sehen, wie weit wir kommen. Ey, dieses Lied erinnert mich immer an Stardew Valley. War auch so ein Hype-Teil, was irgendwie auf jedem Kanal gespielt werden musste. Mehrfach. Ist ein cooles Spiel, doch gefällt mir. Ich glaube, da habe ich auch nicht verstanden, warum jetzt absolut jeder Mensch auf dieser Welt das Ding auf sein Kanal hochladen muss. Ich hatte es, glaube ich, mal als Testbild für einen Stream. Da habe ich einfach mal Stardew Valley reingeschmissen. Weil ich dachte, es ist so ressourcenschonend, da kann ich mal gucken, dass ich die optimalen Einstellungen finde. Aber ja, aus dem Projekt wurde dann so weiter nichts. Ist auch ein bisschen langwierig, das Spiel. Also das kann man gerne spielen, aber wenn ich dann zum 48. Mal die Möhrchen da oder die Parsnips, wie so das Grundgut dort heißt, abernte, um Kohle zu machen, ich meine, da gähnt ihr ja dann auch irgendwie. Und das dann so großartig, entertainmentmäßig zu verkaufen, ja, erfordert mehr Vorbereitungszeit, als ich in das Projekt stecken kann. Sagen wir es einfach mal so. Okay, für unsere Wüste werden wir Sand verwenden, darum hau ich hier jetzt einfach mal schon mal die Grundplatte rein, bevor uns der ganze Pinnabel da oben abhaut. Wäre nicht so schön. Hallo. So. Ach, habe ich ganz vergessen, es zu erwähnen. Ich glaube, das Thema ist jetzt auch schon ein bisschen angerostet, aber wer YouTube leicht verfolgt, wird es mitbekommen haben. Große Thema Rundfunklizenz. Wenn ich regelmäßig streamen würde, würde wahrscheinlich auch irgendeine Landesmedienagenturanstalt, hast du nicht gesehen, Gedönse vorbeikommen und sagen, ja, ich habe gar keine Rundfunklizenz. Ja, weil ich das nicht regelmäßig mache. Ich meine, egal. Du brauchst, weil wir sagen, ich so. Ja. Mit so einem On-Demand-Dienst, nämlich ihr habt den Demand, ich will jetzt gerade ein schönes Traincraft-Video sehen, dann komme ich, hey, guck mal auf meinen Kanal. Dann sagt ihr, hey, mach ich, dann bin ich da fix aus dem Schneider raus. Und ich baue eine Wüste und eine Pyramide. Ha! Problem gelöst. Nicht eine Burg, nein. Und, was wollte ich sagen? Meine Fresse, Cäsar, bleibt doch einmal beim Thema. Ich habe da schon doppelt drin. Moment, mir fällt gleich wieder ein, was ich eigentlich sagen wollte. Bitte bleiben Sie am Apparat. Genau. Weil, wenn ihr den Demand habt und ich euch ein Video dann zur Verfügung stelle, das ihr aber aktiv klickt, dann ist man aus dem ganzen Thema Rundfunklizenz sowieso draußen. Aber wenn man gefühlt über 500 Leute erreichen könnte, das kann man. Meine Abonnentenzahl ist auch größer als 500 mittlerweile. Und ich glaube, die statuieren gerade so ein bisschen ein Exempel an diversen Kanälen. Dann kann es das dann doch sein, dass da schon richtige Post kommen. Denn dieses ganze Thema ist doch umfangreich. Habe ich interessiert verfolgt und stirnrunzelnd zur Kenntnis genommen. Aber gut. Ja, man kennt ja den Behördenwahnsinn in Deutschland und wenn dann wieder irgendjemand mit einem mächtigen Ständer hinter den ganzen abgestempelten Dokumente sich die Finger leckt. Oh.
Ja, so ist manchmal mein Bild von diversen Personen, die Bürokratie über alles setzen. Dann, ja. Muss man sich dann doch manchmal fragen, WTF geht hier eigentlich ab? Ja, die Pyramide ist größer als das Fleckchen, ist mir egal. Die alten Pharaonen haben auch ihre eigenen Gesetze gemacht. Also heul nicht. Ja. Gut. Wobei ich auch mitbekommen habe, dass das ja mit nicht ganz unerheblichen Umkosten verbunden ist und es ist dann schon ein bisschen, oh, nicht sehr geil. Es ist aber noch irgendwie zu wenig. Kann ich hier irgendwie einen Kaktus noch so? Gakdush. Hallo, Kaktus. Kaktus. Kaktus geht nicht mehr. Kaktus geht. So, und hier hinten kommt jetzt dann eine normalere Wüstenlandschaft hin. Da ich keine Palmen habe, mache ich hier keine Oase rein. Wobei es eigentlich ganz cool gewesen wäre, aber das gibt jetzt hier gerade meine Möglichkeit nicht her. So. Dann nehmen wir den normalen Sandstone. Das ist doch gedingelst, das Sandstone, oder? Nee, ist normaler. Okay, nichts gesagt. Ich hab ihn gejagt. Was war das andere große Thema? Da war doch noch irgendeins. Das habe ich schon wieder vergessen. Was auch großartig durchging. Habe ich wirklich vergessen. So was Blödes aber auch. Naja. Der tue ich halt mal wieder, ne? Sieben. So. Auch irgendwas mit YouTube, was riesengroß auch in den nicht YouTube affinen Medien die Runde machte. Irgendwas, denn einen riesen Mob in irgendeiner Stadt ausgelöst hat, irgendwas, glaube ich, war das. Aber was weiß ich denn? Ich bin mir gerade unsicher und bevor ich jetzt noch mehr Scheiße erzähle, halte ich die Klappe zu diesem Thema. Aber nicht generell. So. Wüste weg. Tada! So, damit sind unsere ganzen kleinen Drehfelderchen. Schaut aus wie so ein Roulette-Rad für Arme. Gefüllt. Dann kommt hier noch ein Häuschen hin. In der Zeit liege ich gut, dass ich das noch hinkriegen sollte. Dann bauen wir noch da hinten das angedützelte Bahnhofskonstrukt fertig. Und dann sind wir hiermit durch. Endlich. Es hat sich jetzt doch ein bisschen gezogen, aber so eine fliegende Stadt aus den Fingern sich zu zaubern, ist halt auch nicht so unglaublich einfach. Aber ich finde, mit den auch spontanen Ideen, die hier dann so gekommen sind, sieht es doch schon mal ganz nett aus, oder? Ist nicht so verkehrt. Right. What? Ach, das müssen schon die Dinger sein. Oh Mann, ey, jetzt hatte ich schon wieder hier. Ein bisschen Puls hatte ich hier, was? Meine Fresse, weil ich hatte jetzt. Flieg jetzt! Hatte mir schon wieder gedacht, dass ich mich verzählt hätte. Das wäre jetzt dann wieder eine unglaublich tolle Leistung von mir gewesen. Drum, ja. Ist aber nicht passiert. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Wann ist jetzt 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, passt. Moin! So, und dann da noch zugezogen. So. Ist irgendwie wie so ein kleiner Freizeitpark hier oben. Mit so kleinen thematischen Dingern. Fehlt noch so eine lustige Achterbahn da drüber und so weiter. Und nein, ich baue jetzt keine Achterbahn dahin. Könnten wir mal irgendwo machen, aber hier ist mir das dann ein bisschen zu viel. Beide schon geil wäre, aber naja. Dadurch, dass wir hier mit dem normalen ankommenden Zug schon sehr, sehr luftig unterwegs sind, zählt das als Achterbahn. Jo, habe ich jetzt mal so entschieden. Ist so. Deal with it. Dann blub, blub, blub. Dann bin ich doch mal langsam froh, dass wir hier dann doch weitergekommen sind. Dann habe ich eigentlich Bock, dieses Stony House Gedöns zu machen. Vielleicht das ist ja gerade das nächste Projekt. Na, mal sehen. So, ich habe kein Dingens dabei. Keine Wolle.
Darum mache ich jetzt hier erst einmal den Bereich so hinein. Ist jetzt zum Glück gleich gemacht und ich muss dann eben noch schnell die Türen und die Knöpfe und so weiter holen. Bis ich mir das hier jetzt alles rausgesucht habe, sind wir so schneller. Dülüp. Okay, was ich in die Häuser reinsetze, weiß ich noch gar nicht so genau. Mal schauen. Irgendwas wäre schon nicht ganz schlecht, wenn es da drin wäre. Bin ich eigentlich genug ausgeleuchtet? Ja, okay. Nehme ich gerade so eine kleine Funzel an, weil draußen... dunkel! Ist ja gar nichts mehr. Kein Mensch daheim irgendwie. So, was? Okay. Oder schon alle am Schlafen, wer weiß. Jo. Zurück zum Haustext. Wir sind schon bald so weit. Genau. Außer ich stelle mich so weit denn an. Dann muss ich mich eigentlich nur noch darum kümmern, dass hier nicht die ganzen Leute runterfallen. Nämlich die Iron-Gitter-Sätze. Und wenn wir das dann haben, dann sind wir hier relativ durch. Es gäbe noch tausend viele Kleinigkeiten zu machen, aber muss ich mal sehen, inwieweit ich dann darauf noch Lust habe oder nicht. Mach da doch mal richtig rum. So. Genau, dann war hier die Ecke, die war kleiner. Ach ja, ich will das jetzt auch hier fertig kriegen. Ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr hier dieses Quarzgedöns zu bauen. Aber das ist ganz einfach bei größeren Projekten. Bist du schlicht und ergreifend gut beschäftigt damit? Ups. Dann bin ich aber auch, glaube ich, nicht derjenige, der diese ultra riesigen Projekte aus dem Boden stampft. Jetzt auch nicht so im Creative. Weiß nicht, mich langweilt es. Und irgendwann will ich was Neues machen. Aber dann ist man nicht so lange gleichmäßig konzentriert, dass man dann das Projekt in einem gleichmäßigen Stil durchziehen würde. Weiß ich nicht, weil da gibt es ja, wenn man da auf YouTube sich umschaut, Mega-Bauten, die wirklich, wirklich, wirklich gut aussehen. Ich glaube, das ist nicht mein Metier. Ich bin weniger der Bauer als mehr der Entertainer, wobei ich mich jetzt hier mal so ein bisschen dann doch so in ein Bauprojekt gestürzt habe. Allerdings mit vielen kleineren Baustellen. Auch dieser verlassene Bahnhof und so weiter, es ist relativ zügig umgesetzt. Es sind schon ein paar Folgen, aber nicht gar so viele, dass die Leute sagen, irgendwie nach 10 Folgen, oh Mann, das ist ja immer noch da, ich gebe dich doch gar nicht, weil macht den denn gar nicht Tag? Scheiße hier. Geh ich raus, ja. Und ist da noch erträgliches. Wollte ich sagen. So, das brauche ich noch, das brauche ich nicht mehr. Hallo, kopier das. Mach ich auch nicht mehr. Kopier das. Brauche ich auch nicht mehr. Kopier das auch. Tja. Ups. So. Dann kommt ja nämlich die Eisentür rein, die Öffner hier rein, der Öffner hier rein. Dann machen wir das Ding sicher, setzen die Villager drauf, bauen das Dach fertig und ich werde diese Folge beziehen, weil ich das jetzt am Stück hier durchrotzen will, um mich dann hier noch ein bisschen damit zu beschäftigen, was für ein Modpack ich denn nehmen könnte. So, weiter geht's. Hier hatten wir eine Höhe von 4 immer angepeilt. So, dann kommt das oben drauf. Schön. Musik, spiel bitte. Ist gerade ein bisschen der Text ausgegangen. Eigentlich müsste ich jetzt mal langsam einen Schluck trinken. Ich habe schon wieder x Folgen im Stück aufgenommen. Aber solche Hardcore-Nummern, wie dass ich ein ganzes Spiel am Stück durchzocke, gebe ich mir in letzter Zeit irgendwie nicht mehr. Es war schon ganz cool, wenn es die Zeit mal hergibt, dann einfach zu sagen, ey komm, ich mach das Ding jetzt von vorn bis hinten fertig. Kack die Wand an, das ziehen wir durch, ist auch cool. Einzig blöd ist, dass ich euer Feedback dann nicht mehr habe. Also ich habe schon, aber ich kann es nicht mehr richtig umsetzen. Sagen, ey Cäsar, ist wohl der Kack, was du da machst, du hast das und das übersehen. Das bringt dir voll viel im weiteren Spielverlauf. Dann ist das schon immer ganz praktisch. So, und die anderen Steine hätte ich doch noch gebraucht. Oh Mann, der Zerseid. Nein, ich pfusche das jetzt nicht mit 2 Slabs hin. Ich werde doch niemals pfuschen. Wo
Obwohl, die sehen genau gleich aus, oder? Ich sehe keine Sau. Meine Fresse. Ich glaube, mein Charakter ist fett geworden. So. Gut, dann brauchen wir jetzt das Glas hier. Dann ziehe ich die Erhöhung hier einmal ran. Ziehe die Erhöhung hier einmal hin. So, schließe es dann vorne mit den Iron Bars an. Du bist leider im Weg. Tschüss. So. Und okay, ich brauche dich. Dann sind wir hier nämlich Villager ready. Also die springen dann da drüber, aber dann kann ich denen auch nicht mehr helfen. Dann wollen sie es nicht anders. So, so. Okay, dann haben wir noch einen ganzen Inselkomplex vergessen. Schön. So, Freunde. The Flying Schneeflocke ist ready. Bisschen unsymmetrisch, aber muss sein. Die Schneeflocken sind auch nicht perfekt gleich überall. So, ne? Denke ich mal. So, dann werden wir jetzt hier ein paar Parachute-Villagers reinsetzen. Ich habe keinen Block zum Gegensetzen. So, wir haben 4 Häuser. Machen wir mal 8 Villager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Geht fort mit euch. Sucht euch eure Bleibe, geht weit hinein und vermehret euch. Mann, seid ihr motiviert. Wenn ich... Oh, diese Motivation, die ich hier sehe, da kocht mir das Blut. Ist ja bescheuert, wisst ihr das? Dann kriegt wer anders euer Haus. Ja, das ist ein Kaktus. Dammit! Hallo, Hausbesitzer! Da habe ich was zum Spielen. Du kommst hier nicht rein, Alter. Halt nicht. So, ihr macht weiter Begegnung mit dem Kaktus. Meine Güte. So, der wohnt einzeln. Ist überzeugter Einzelgänger. Dann haben wir noch einen Ritter. Ich setze hier gerade so viele Villager, oder? Na egal, es ist ein bisschen bevölkert hier oben. Ja, der hier hat eine dicke... So klein und dann so eine hässliche Stimme. Ja. Ja, wie auch immer ich es geschafft habe, ein Baby zu machen, naja, ich lasse das mal unkommentiert. Ja, 1, 2, viel Spaß da drin. So, dann habe ich doch alles hier bevölkert, oder? Doch, hat doch was, hat doch was, hat doch was. Gut, sie werden zwar nie wieder da rauskommen, aber was soll's. Der einzige Weg führt durch den Tod. Gut, Freunde, dann ist die Schneeflocke fertig. Die Wolkenstadt ist done. Nice. Gut, ich muss hier vielleicht noch ein bisschen Beleuchtung hier innen setzen, aber das ist... Das sind wir noch schnell dran. Das machen wir jetzt hier noch schnell fertig. Das ist doch hier schnell gedingenst. Mache ich das gerade gleich? Nein, ich mache es nicht gleich. Ach. Moment. Eine Sekunde, wir sind gleich für sie da. Ist doch schlecht hier. Gibt es hier bloß eine, dann ist das mit den... Das Quitz ein bisschen anders. Ich hätte den scheiß Ding da drauf. Ich mag diese Hitbox, sie ist so schön. Bin auch im falschen Dingens hier drin. Da muss ich rein. So. Komm. Komm. Fein. Ja, komm. Ja, vor. Ja, vor wie die Stange drauf. Ja, vor. Alter. Gut, jetzt weiß ich wieder, warum ich so ungern diese Teile gesetzt habe. Weil es ganz einfach so liebreizend funktioniert. Das Ding.
So, das Feld ist wahrscheinlich komplett durch den... Nee, nicht mal der... Doch. Muss ich das jetzt wirklich davor setzen? Ich setze es in dem Fall davor. Eine Freude. Juhu. Freut euch. So, drauf damit. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Alter! Komm schon. Danke. So. Sonst alles gut so? So schlimm ist die Stadt jetzt auch nicht. Mann. Ey, nicht der Nächste. Bringt euch halt nicht alle um, nur weil ihr bei mir wohnen müsst. Oh, echt. Undankbares Gesindel hier. Steckt mir in eine wunderschöne fliegende Stadt hin. Strukturell absolut in Ordnung. Sicher zum Leben. Man hat alles, was man braucht. Außer Nahrungsmittel, fließendes Wasser, Strom oder sonst irgendwas. Und man kann glücklich sein. Was machen sie? Bringen sie alles selber um. Asoziales Gesindel. Hallo. Ja, schön hier, ne? Zahl Miete! Ich bin im falschen Quadranten. So. Das will ich jetzt hier noch fertig kriegen. Käse. Weiß ja, dann habe ich ein bisschen anders gesetzt. Die kriege ich da aber nicht so rein. Die würde ich da reinkriegen. Da würde es gehen. Dann mache ich das in diesem Fall sogar so. Jetzt. Oder? Nee, ist im falschen. Ah! Nee, die Setbox von dem Ding ist echt. Zum Abgewöhnen. So, komm schon. Und da drauf. Wunderschön. So, ich habe die absichtlich auch mal ein bisschen versetzt gesteckt. Auch nicht schlecht. So, jetzt sind wir aber durch, oder? Nee, da fehlt noch die Beleuchtung. Oh Mann, ich werde nie fertig. Ich komme hier nicht mehr weg. Niemals. Da habe ich noch einen Zaun vergessen. Mann. Torschusspanik hier. So, nein. Nein. Böse Lampe? So. Gut, das muss natürlich schon alles hell sein hier. Ach, da habe ich ein Glas vergessen. Das ist das Problem. So, das ist richtig. Okay. Habe ich das hier schon komplett belampt? Das ist belampt, bis auf da hinten. Haben wir aber gleich erledigt. So. Das Ding ist belampt, das Ding ist belampt. Passt. Unten, Lampe, 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 Lampe. Yes! Ich glaube, nach 23 Zählminuten haben wir es geschafft. Da geht's zwar ganz schön runter, weißt du das? Ist das eine Schwimmweste? Ja? Lügner! War gar keine Schwimmweste. Taucheranzug weiß auch nicht. Ach, da ist er. Doch nicht schwimmen möchte, hä? Ja. Da hinten ist der Strand. Schwimm. Durch. Ab. Geh weg. Du hast keine Schwimmweste. Nein, ich schmeiße jetzt nicht noch mehr Villager runter. Ich hab die Drehdinger oben vergessen. Die Schwindwetter. So, die noch schnell hingemacht. Alter, wie dämlich seid ihr denn? Das ist ein Kaktus. Ja, jetzt hat er wieder Panik, ne? Und rennt in seine Ritterburg. Meine Güte noch. So, noch einen kleinen Halt. So. Gut, das war's jetzt aber endgültig von dieser Folge hier.
Schon wieder zu viel aufgenommen hier. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für euer Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne was auch immer. Wenn wir uns wiedersehen, Projekte gibt es genug auf meinem Kanal. Klickt euch einfach rein. Bis dahin. Ciao.